stellen. Aber keiner fragt, ob ich weiß, wie das geht. Oh, wer bist du? Eine von der Archon angeheuerte Söldnerin. Oh, deswegen kenne ich dich nicht. Ich bin Metiadusa. Bitte mich jetzt nicht um neue Waffen oder eine neue Rüstung. Keine Sorge, aber der Rest des Dorfs braucht sie. Oh, noch schlimmer. Ich dachte, du wärst die Schmiedin des Dorfs. Warum so zögerlich? Ich bin keine Schmiedin. Mein Vater ist Schmied und mein Bruder sein Lehrling. Ich hole nur das Holz, wenn sie es brauchen. Und jetzt erwartet jeder von mir, dass ich das Dorf bewaffne. Kann ich dir irgendwie helfen? Die Werkzeuge von Pater müssen hier irgendwo sein. Aber ich brauche Erz. Und selbst dann kommt vielleicht nur Unsinn dabei heraus. Auf mich wirkst du fähig genug. Zu wissen, wie etwas geht, ist aber einfach nicht dasselbe, wie es auch tatsächlich zu tun. Du hast recht. Welche Art Erz benötigst du? Im Prinzip würde jede Art funktionieren, aber... Aber? Mein Pater schmiedete für meine Mater einen Dolch aus einem legendären Material. Aphrodites Erz. Klingt merkwürdig, ist aber so. Wie erhielt es diesen Namen? Der Legende nach schmiedete Hephaistos, der Gott der Schmiede, daraus einen Helm für seine Frau Aphrodite. Sie liebte ihn wegen seiner Farbe. Deswegen kann jeder Schmied mit diesem Erz arbeiten. Wo finde ich dieses Erz? Das ist schwierig. Du musst bei den persischen Überresten die Klippen runter zu einer geheimen Höhle am Wasser. Klingt, als warst du schon mal dort. Ich sagte doch, ich bin keine Schmiedin. Ich habe besorgt, was Pater mir auftrug. Ich würde selbst gehen, muss aber das Feuer anheizen. Ich werde Aphrodites Erz besorgen. Das muss die Höhle sein. Jetzt weiß ich, warum es Aphrodites Namen trägt. Ja, ich habe es. Fabelhaft. Ich fange gleich an. Wird das für das Dorf ausreichen? Es ist ein guter Anfang. Oh, da fällt mir ein. Ich habe ein Problem. Du und der Rest von Lilaya. Ich bin allein und muss meine Zeit zwischen Waffen und Rüstung aufteilen. Das dauert aber sehr lange. Es ginge viel schneller, wenn ich nur eins davon tun müsste. Worum soll ich mich kümmern? Waffen oder Rüstung? Waffen kann man improvisieren, Rüstungen nicht. Sorge für die Sicherheit der Leute. Ja, du hast recht. Deine Zuversicht gibt mir Hoffnung. Vielen Dank für deine Hilfe. Musik.